Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf trigonometrische Grundgleichungen zurück. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sinn gleich Sinn, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Wie man diese löst, wird im Tutorial D5029 im Detail erklärt. Wir werden hier wie folgt vorgehen. Wir werden zuerst Tangens von x ersetzen durch Sinus von x geteilt durch Cosinus von x. Dann setzen wir Cosinus von x rechts rüber, wo es multiplizieren wird. Jetzt setzen wir diesen rechten Term auf die linke Seite des Ist-Zeichens und stellen fest, dass man dann links Sinus von x ausklammern kann. Dann tun wir das auch und somit stoßen wir sofort auf ein Null-Produkt. Das Produkt von zwei Faktoren ist 0, dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Und so stoßen wir auf diese zwei Fälle. Sinus von x gleich 0 kann sofort umgeschrieben werden in Sinus von x gleich Sinus von 0 und somit haben wir die Grundgleichung Sinn gleich Sinn, deren Lösungen so geschrieben werden. Man kann die Lösungen von dieser Grundgleichung aber auch sehr schnell im trigonometrischen Kreis sehen, denn der Sinus eines Winkels ist immer nur 0 bei 0, Pi, 2Pi, 3Pi und so weiter, also bei Kpi. Jetzt die zweite Möglichkeit, die führt sofort zu Cosinus von x gleich Quadratwurzel von 3 halbe. Quadratwurzel von 3 halbe. Das ist der Cosinus von Pi Sechstel, also können wir diese Gleichung sofort in diese Grundgleichung verwandeln. Die Lösungen dieser Grundgleichung sehen so aus, wir deuten Cosinus vom ersten Winkel gleich Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zu plus minus den zweiten Winkel plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Also übertragen wir das hier auf unsere Gleichung und somit haben wir als Lösungen gefunden kpi und plus minus pi Sechstel plus 2kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir zeichnen all diese Lösungen in den trigonometrischen Kreis ein und schauen, ob man sie kürzer fassen kann als so. Nein, kann man nicht. Also setzen wir all diese Lösungen in die Lösungsmenge hinein und vergessen nicht zu erwähnen, dass k eine ganze Zahl sein muss. Die trigonometrische Gleichung ist somit gelöst.